Dark Showdown Vertoner Turnier Viertelfinale Hideki vs. Mephistos Erbe. Hideki. Ein alter Mann saß allein an einem dunklen Pfad. Er war sich nicht sicher, in welche Richtung er gehen sollte, und er hatte bereits vergessen, wo er hinreiste und wer er war. Er hatte sich kurz hingesetzt, um seine erschöpften Beine auszuruhen, und plötzlich sah er auf, um eine alte Frau vor ihm zu sehen. Sie grinste zahnlos und sprach kichernd: Jetzt dein dritter Wunsch. Was soll es sein? Dritter Wunsch? Der Mann war verwirrt. Wie kann es der dritte Wunsch sein, wenn ich keinen ersten und zweiten hatte? Du hattest bereits zwei Wünsche, sagte die Hexe. Aber dein zweiter Wunsch war es, dass alles wieder so ist, wie es vor deinem ersten Wunsch war. Deswegen kannst du dich an nichts erinnern, weil alles so ist, wie es war, bevor du dir irgendwas gewünscht hast, schnatterte sie dem armen Mann zu. Also hast du noch einen Wunsch übrig? In Ordnung, sagte er zögernd. Ich glaube es nicht, aber es kann ja nicht schaden, es zu versuchen. Ich wünsche zu wissen, wer ich bin. Witzig, sagte die alte Frau, als sie den Wunsch erfüllte und für immer verschwand. Das war dein erster Wunsch. Mephistos Erbe. Ein alter Mann saß auf einem dunklen Pfad. Er war nicht sicher, in welche Richtung er gehen sollte, und er hatte beides vergessen, wo er hinreiste und wer er war. Er hatte sich nur kurz hingesetzt, um seine erschöpften Beine auszuruhen, und plötzlich sah er auf, um eine alte Frau vor ihm stehen zu sehen. Sie grinste zahnlos und sprach kichernd: Jetzt dein dritter Wunsch. Was soll es sein? Dritter Wunsch? Der Mann war verwirrt. Wie kann es der dritte Wunsch sein, wenn ich keinen ersten und zweiten Wunsch hatte? Du hattest bereits zwei Wünsche, sagte die Hexe. Aber dein zweiter Wunsch war es, dass alles wieder so ist, wie vor deinem ersten Wunsch. Deswegen kannst du dich an nichts erinnern, weil alles so ist, wie es war, bevor du dir irgendwas gewünscht hast, schnatterte sie zu dem armen Mann. Also, du hast noch einen Wunsch übrig. In Ordnung. Ich glaube es nicht, aber es kann auch nicht schaden, es zu versuchen. Ich wünsche zu wissen, wer ich bin. Witzig, sagte die alte Frau, als sie seinen Wunsch erfüllte und für immer verschwand. Das war dein erster Wunsch. Wen fandet ihr besser?